geht's weiter mit dem Contemporary von Paar 04. Michi Kirchgasser und Vadim Gabusow. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Wunderschön, euer Contemporary. Und ihr habt ja jetzt schon viele Tänze gelernt. Michi, die Frage geht natürlich an dich. Aber das ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie schwer oder leicht hast du dir mit diesem Tanz getan? Ja, haltungstechnisch ein bisschen leichter. Also für mich, für mein Gefühl. Aber es ist wieder ganz eine eigene Geschichte. Es sind wieder ganz verschiedenste Dinge wichtig. Es sind einfach immer so Schlüsselmomente drinnen, die für mich ganz gut passen müssen. Und viel mehr blaue Flecke. Viel mehr blaue Flecken, aber das gehört dazu, habe ich gelernt über die letzten 9 Wochen. Und ja, ich habe es einfach eben versucht zu performen und auch sehr, sehr zu genießen. Maria, wie sehr hast du mitgefühlt bei den beiden? Also man merkt gerade jetzt da in dem Finale, dass Contemporary was ganz was Emotionales ist. Und man sagt ja, dass Tanzen eigentlich die Kunst ist, die die Seele des Menschen am meisten berührt, und ihr zwei habt es mir jetzt berührt. Also es war ein absolutes Miteinander. Man hat gesehen, ihr genießt einfach den Tanz gemeinsam. Es war sehr paarharmonisch. Ihr habt ganz viel Off-Balance-Figuren drinnen gehabt, also einfach, wo sich das Körperzentrum von der Körpermitte wegbewegt. Das ist natürlich nicht leicht, war die sensationell coole Figur. Und Michi, du hast es wirklich toll gemeistert. Also für mich, ich wünsche euch alles Gute für die erste Entscheidung. Und es war ein wirklich sensationeller Contemporary. Sehr schön. Dirk, du hast vorhin bei Silvia und Danilo gemeint, dir fehlen so diese Stimmungswechsel, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Nein, Energiewechsel. Energiewechsel. Ja, Energiewechsel. Okay. Hast du das jetzt hier gesehen? Ja. Ja, und zwar sehr. Also Contemporary hat sich ja aus dem klassischen Ballett entwickelt, um das Ganze ein bisschen freier zu gestalten, weil Ballett ist ja sehr, sehr streng und sehr, ne, hat ja Regeln. Und Contemporary ist sehr, sehr frei. Und ich habe wirklich gute Energiewechsel gesehen. Ich habe gut, und das sagt man im Contemporary, der Boden ist dein Freund. Das heißt, du musst den Boden benutzen, Kontakt zum Boden. Die Hände benutzen, um schnell aufzustehen. Ja, das habt ihr ganz toll umgesetzt. Und es war auch mit Energiewechseln noch nicht ganz so doll, aber schon. Und das war für mich ein Contemporary. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Danke. Und sehr gut war ihm natürlich auch wieder choreografiert. Ne? Dankeschön. Aufgabe erfüllt. Bollasch, was sagst du? Was sage ich? Ich frage dich, Michi, was wäre, wenn beim Skirennen ein dritter Durchgang wäre?
Das wäre dann der dritte Tag bei der Abfahrt. Weil, weiß ich nicht, wie ich das beurteilen soll. Gut, hoffe ich. Wenn ich es gut beurteile, dann gehst du nach Hause oder gehst in die Garderobe zurück und sagst, ja, alles getan, erledigt, legst dich hin und nachher, falls es soweit ist, kriegen wir nichts. Nein, das ist nicht. Ist nicht der Fall. Nein, weil im Endeffekt ist es sehr subjektiv, das Tanzen, das habe ich gelernt. Ob es gefällt oder nicht, ist jedem überlassen. Ich habe das Beste für mich rausgeholt, habe es genossen und wenn es dir gefallen hat, dann gibst du mir gute Punkte und sonst nicht. Na, Bolas. Jetzt schaust. Schauen wir mal. Gut, also der Bolas. Wir sehen uns bald. Gibt sich noch bedeckt. Wir sind sehr gespannt, was bei den Punkten dann für euch rauskommt. Michi, Vadim, Dankeschön. Danke. War das jetzt gerade der letzte Tanz von Michi und Vadim oder dürfen die beiden noch mit ihrem Showtanz im letzten Duell antreten? Das liegt jetzt vor allem an ihren Anrufen und SMS von zu Hause. 090 10 59 09 04. Michi, ich freue mich mit euch, ich leide mit euch mit, weil ihr euch alle miteinander so wahnsinnig lieb gewonnen habt in den letzten Wochen und Monaten. Ja, es ist ganz schön, ehrlich. Dass du nicht mehr so hast. Ich sag's dir. Auf jeden Fall, egal wie es heute ausgeht, du bist sicherlich bei dir daheim die große Heldin in Filzmoos. Morgen geht's endlich nach Hause, da freust du dich auch ein bisschen drauf, oder? Ja, schon. Also schon, gell? Ich weiß, die Berge daheim sind weiß, es liegt ein bisschen Schnee. Das ist definitiv meine Lieblingsumgebung und deswegen freue ich mich nach 3 Monaten schon sehr auf die Berge daheim. Was ist denn daheim alles liegen geblieben, außer deinem Ehemann? Kekse backen zum Beispiel? Kekse backen mit den Godenkinder. Ja. Ich freue mich unheimlich aufs Kochen und aufs Putzen. Was? Ja, wirklich. Ehrlich? Ja, ich habe jetzt auch 3 Monate lang mich da quasi wöchentlich, ist mal alles putzt worden. Und magst du auf der Heimfahrt bei mir kurz vorbei vielleicht? Auch nein, ich glaube, es sollte dann doch relativ in ein Haus, wird dann schon immer wieder ein bisschen viel stabig und ich freue mich einfach auf die ganzen alltäglichen Sachen wieder, die letzten 3 Monate liegen geblieben sind. Aber vor allem eben Skitour gehen, ein bisschen vor allem mit der Family Zeit verbringen. Wein trinken. Wein trinken natürlich und einfach das ganze Revue passieren lassen. Und es wird schon eine Zeit dauern, bis es wirklich alles so sagt, was alles passiert ist. Wer sind denn die größten Fans, die daheim auf dich warten oder kleinsten? Na, der größte ist hoffentlich mal der Sebastian. Ja. Und die kleinsten sind definitiv eben die Kinder von meiner Schwester. Und die freuen sich schon unglaublich aufs Keksbacken. Vor allem die Kleine, die hat gesagt, Gotti, wann kommst du denn jetzt dann heim in den Keksbacken? Und sage ich, ja, jetzt muss ich heute noch mal tanzen. Ja, dann tanz wenigstens gescheit, hat sie gesagt. Ja, okay, passt. Dann schauen wir, ob die Tante, die Gotti, hast gesagt, gell, den Stern heimbringt. Hier sind die Punkte der Jury. Wir starten mit Dirk Heidemann. Ja, das ist ja wirklich ein schöner Contemporary. Von mir gibt es einen 9. Dankeschön. Maria Sandner. Auch ich finde, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Performance. Von mir auch 9. Danke. Und Bolas Ecker. Ich finde, es ginge noch mehr, aber es hat mir gefallen. Beim nächsten. 28 Punkte für euren Contemporary. So, jetzt auch noch von deinem Profi überzeugende Worte an Sie zu Hause, warum Michi es am meisten verdient hätte zu gewinnen. Vadim, bitte. Oh mein Gott, ein bisschen Druck jetzt. Da ist deine Kamera. Wohin? Dorthin. Ja. Warum die Michi verdient es hat zu gewinnen? Mhm. Naja, die erste Sache ist, dass die Michi hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Eine so große Entwicklung, dass ich das kaum gesehen habe in meinen 9 Staffeln, wo ich so eine Art von Sendung mache, wenn ich mich erinnere, welche erste Schritte und welche Sendungen wir machen. Du hast eine ganz andere Ausstrahlung. Du hast einen Sinn für die Sinnlichkeit entwickelt. Du bewegst dich anders. Das ist eine Sache, ist die Entwicklung. Und die zweite ist, du bist immer echt vor der Kamera und hinter der Kamera. Immer gleich, immer menschlich, immer sympathisch, immer bodenständig. Und diese 2 Sachen machen für mich eine Siegerin aus, wenigstens für mich. Und ich hoffe, für euch auch.
Wenn Sie es auch so sehen, dann bitte schön rufen Sie an 090 10 59 09 04.